Markus Vogel war das. Von der SPÖ bei der ÖVP laufe man gegen eine Wand, denn Bauern stünden unter Preisdruck und sie seien Teil der internationalen Agrarindustrie und das wolle man hier im Parlament nicht ändern. So die Kritik von Markus Vogel von der SPÖ und der Schlusswort zum Tierschutzbericht 2019 hat Ulrike Fischer von den Grünen. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die heutige Kennzeichnung, die wir beschließen, besprechen, ist sicher nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist die Macht der kleinen Schritte. Und die ist, glaube ich, wichtig, weil über Tierwohl sprechen und Tierwohl umsetzen sind zwei verschiedene Sachen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam mit den Konsumenten, Konsumentinnen und den Landwirten gemeinsam im Sinne des Tierwohls eine gute Kennzeichnung für unsere Lebensmittel schaffen. Und da wird heute ein wichtiger Schritt dazu gemacht. Danke.